Ich glaube, dass die Maßnahmen, die im Moment für die ältere Generation gerade auch mit Risikofaktoren getroffen worden sind, dass die ganz wichtig sind und dass man das nicht gegeneinander in irgendeiner Form werten kann. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass je länger diese Maßnahmen dauern, es durchaus ein Problem darstellt, wenn wir nicht mehr körperlich aktiv sein können, wenn wir nicht mehr rausgehen. Das heißt also, hier werden gerade die positiven Maßnahmen durch die körperliche Aktivität, eine verbesserte Fitness, ein erniedrigter Blutdruck, ein verbesserter Cholesterinspiegel. All diese Maßnahmen können natürlich im Laufe der Zeit wieder rückgängig werden durch eine mangelnde körperliche Aktivität. Insofern sollten wir versuchen, dass wir hier gegensteuern, dass wir auch weiterhin versuchen, unser Ausmaß an körperlicher Aktivität aufrechtzuerhalten. Die Auswirkungen auf das Immunsystem sind vielfältig. Wir fangen an mit der körperlichen Aktivität. Hier wissen wir, dass regelmäßige körperliche Aktivität im moderaten Ausdauerbereich einen sehr günstigen Einfluss auf das Immunsystem hat. Wir wissen, dass wenn man rausgeht an die frische Luft, das gut ist für die Lunge, für die Lungenreinigung, aber auch für die Zellen, die in der Lunge für das Immunsystem zuständig sind. Die Sonne ist sehr günstig für bestimmte Zellen in unserem Immunsystem, weil sie die Aktivität fördern. Das heißt also, wir haben ganz, ganz vielfältige Aspekte, die bei einer längeren Zeit, wo wir nicht rauskommen, wo wir nicht an der frischen Luft Sport treiben können, zusammenkommen, die sich negativ auf unser Immunsystem auswirken und damit natürlich auch Infekte fördern können. Das gegeneinander aufzuwiegen ist sicherlich schwierig. Es ist so, dass ganz unterschiedliche Aspekte unserer Gesundheit und auch unseres Immunsystems einmal durch die Ernährung und auf der anderen Seite durch die körperliche Aktivität gefördert werden. Aber es ist natürlich in diesen Zeiten besonders wichtig, auch auf die Ernährung zu achten. Also hier möglichst frische Dinge einzukaufen, möglichst Dinge wie Früchte und Gemüse einzukaufen, die reich an Spurenelementen, an Vitaminen sind und eben nicht auf Mehlspeisen oder auf Fertigprodukte zu setzen. Denn das ist gerade in der jetzigen Zeit, wo wir auf diese Substanzen wie Vitamine und Spurenelemente angewiesen sind, ganz, ganz wichtig, dass wir eben da eben nicht nur leere Kalorien bunkern, sondern auch gesunde Kalorien zu uns nehmen. Wenn irgendwie möglich, sollten wir unser Aktivitätsniveau aufrechterhalten. Es ist ganz wichtig. Die Fitness ist etwas, was sehr, sehr schnell sich wieder abbaut, schneller als man es aufgebaut hat. Es ist so, dass es wirklich, muss man sagen, für jedes Alter Möglichkeiten gibt, zu Hause auch Sport zu treiben. Es gibt hier zum Beispiel im Internet vielfältige Anleitungen. Man muss nur mal googeln, Fitnesstraining zu Hause. Da gibt es entweder gegen das eigene Gewicht, gegen das eigene Körpergewicht oder mit ganz einfachen Maßnahmen wie einer Matte und vielleicht zwei Hanteln, vielfältige Möglichkeiten, wie man seinen Körper fit halten kann. Und es ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir hier versuchen, gegenzusteuern, nicht nur durch Dinge wie unsere Sitzzeit zu vermindern, auch das ist ja ein eigenständiger Risikofaktor, sondern dass wir auch wirklich versuchen, unsere Fitness aufrechtzuerhalten. Die Lunge als solche ist ein bindegewebiges Organ, die lässt sich nicht zum Beispiel so wie das Herz oder die Muskulatur trainieren. Aber beim Stichwort Muskulatur, wir haben eine Atemhilfsmuskulatur und die ist sehr wohl trainierbar. Das heißt, die ist auch in ihrer Funktion und in ihrer Ausdauer trainierbar und die hat einen ganz wichtigen Effekt. Gerade wenn es zum Beispiel darum geht, wenn wir eine längere Zeit Probleme mit der Atmung bekommen sollten, da ist es ganz wichtig, eine gut trainierte Atemhilfsmuskulatur zu haben. Aber natürlich auch das tiefe Durchatmen. Man sagt immer, die Lunge wird dadurch gereinigt. Es werden bestimmte Bereiche, die vielleicht vorher nicht mehr belüftet sind, wieder mit Luft gefüllt und damit auch der gesamte Selbstreinigungsprozess der Lunge optimiert. Also es ist auch für die Lunge von ganz wesentlicher Bedeutung und auch für die Atmung von ganz wichtiger Bedeutung, wenn ich das trainiere.